Ich meine, in Europa, wir müssen, glaube ich, viel mehr für die Digitalisierung tun in Europa. Ich höre schon wieder auch hier auf der Bühne, dass wir uns loben für die digitalen Fortschritte. Ich glaube, wir sind überhaupt nicht da, wo wir sein sollten. Man sieht das auch in der Krisenbewältigung. Also ich meine, wie viele digitale Themen haben wir denn eingesetzt, um die Krise zu bewältigen? Das heißt, ich glaube, die Digitalisierung ist auf so einer Ebene noch nicht in Europa angekommen, vor allem auf der staatlichen Ebene nicht. Hallo liebe Community und herzlich willkommen bei unserer Berichterstattung aus Salzburg. Wir sind beim Salzburg Summit, einer dreitägigen Top-Level-Veranstaltung. Hier treffen sich 150, 200 und mehr Top-Executives. Eine spannende internationale Veranstaltung, die zum zweiten Mal über die Bühne geht. Wir haben tolle Speaker vor uns, tollen Content unter dem Motto Commitment to Europe. Wir werden hier sein, haben eine Videoecke aufgebaut, wie man natürlich heute nicht übersehen kann, gemeinsam mit Puls24 und 4 Game Changers. Broadcasten ist hier auch ein Partner und ich freue mich sehr, dass wir hier sozusagen Real-Time-Content bringen können. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Salzburg Summit. Mit uns ist jetzt Valentin Stalf, einer der Gründer von N26. Valentin, servus. Servus, Dian. Freue mich, da zu sein. Für unser Puls24-Publikum heute noch kurzer Pitch. N26, mobile Bank, eine Bank, die die Leute mögen, ist euer Claim. Ja, ich würde sagen, eine Bank, schneller, einfacher, günstiger und einfach die App runterladen. Also selber anschauen, coole Experience. Fühlt sich mehr an wie Google Maps oder Spotify und nicht wie die alten Banking-Apps. Okay, heute reden wir aber über Europa. Nämlich, das ist auch dieses Commitment zu Europa, das Motto des Salzburg Summits. Was heißt das aus der Brille eines Fintechs, der amerikanische Investoren hat? Ich meine, in Europa, wir müssen, glaube ich, viel mehr für die Digitalisierung tun in Europa. Ich höre schon wieder auch hier auf der Bühne, dass wir uns loben für die digitalen Fortschritte. Ich glaube, wir sind überhaupt nicht da, wo wir sein sollten. Man sieht das auch in der Krisenbewältigung. Also ich meine, wie viele digitale Themen haben wir denn eingesetzt, um die Krise zu bewältigen? Wenn wir uns anschauen, die Corona-Tracing-App, die es gegeben hat in den verschiedenen Staaten, ich glaube, weiß nicht, Deutschland hat, glaube ich, 200 Millionen Euro in die App investiert oder irgendwie zwischen 50 und 200, ich weiß nicht genau wo, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Das heißt, ich glaube, die Digitalisierung ist auf so einer Ebene noch nicht in Europa angekommen, vor allem auf der staatlichen Ebene nicht. Wenn wir uns anschauen, wie registrieren wir uns heute, wenn wir unseren Wohnsitz wechseln, wie submitten wir unsere Steuererklärung. Das heißt, ich glaube, Digitalisierung muss wirklich das Nummer eins Thema der Regierungen sein heute. Einerseits, um sozusagen Verwaltung besser zu machen, andererseits aber auch die Investments in die Digitalisierung. Und da müssen wir sicher mit einem anderen Pace weitergehen, wenn wir an uns den Anspruch haben, dass wir irgendwie mit den USA und China mithalten wollen. Können wir noch mithalten? Wie siehst du das? Du hast ja auch die Devise für N26 ausgerufen, der Innovationsexporteur in den USA zu werden. Hat Europa eine Chance? Ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, also wir können auf jeden Fall in Europa großartige Unternehmen aufbauen. Ja, wir können auf jeden Fall mitspielen und am Ende haben wir noch immer den größten Binnenmarkt in Europa. Und wir haben einen riesigen Markt. Wir müssen weiterhin auch an der Harmonisierung arbeiten der Märkte. Vor allem, wenn es um den Finanzmarkt auch geht. Ein Thema ist sicher Konsumentenschutz, Datenschutz weiter anzugleichen. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland einen anderen Datenschutz haben als in Frankreich, als in Österreich. Jeder Datenschutzbeauftragte hat ein bisschen eine andere Einstellung. Ich sage nicht, dass die falsch sind, aber wir müssen sie stärker abstimmen. Was sind so die Challenges für euch in diesem fragmentierten Europa? Spürst du das operativ, dass euch das bremst, dass da noch viel Luft nach oben wäre, auch im Sinne der reibungslosen Skalierung eines Scale-Ups? Mittlerweile, glaube ich, ist das fast eine Stärke von uns, weil wir sind in 25 Märkten. Wir haben genau diese Sachen alle schon gemacht über die letzten 5, 6, 7 Jahre und bedienen in diesen Märkten über 7 Millionen Kunden heute. Das heißt, da haben wir uns viel aufgebaut. Wenn ich jetzt zurückschaue, hätten wir schneller sein können, natürlich, wenn wir die ganzen lokalen Adaptionen nicht gehabt hätten. Aber wir sind das, für uns ist das heute eine Stärke, weil jeder andere, der in den Markt rein will, muss erst einmal 24, 25 verschiedene Terms and Conditions machen, die in alle Sprachen übersetzen, die verschiedenen Konsumentenschutzregeln in den verschiedenen Ländern beachten. Und das macht uns natürlich heute etwas
weniger angreifbar auf der Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es um Innovationen. Und wenn wir in anderen Bereichen, nicht nur im Finanzbereich, nicht nur im Bankbereich, auch Innovationen stärker fördern wollen, dann müssen wir weiter noch an dieser Harmonisierung arbeiten. Wie kann man Companies wie euch und die Anwachsenden in Europa halten? Was braucht ihr von Europa? Was braucht ihr von uns, damit ihr nichts verschwindet? Ich meine, einerseits gibt es natürlich international viel Kapital, aber ich würde es eher positiv formulieren. Was brauchen wir, dass wir Europa noch stärker machen? Und ich glaube, es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wir müssen erstens Anreize schaffen, dass es für Kapital attraktiver ist, auch in Europa zu sein. Und das ist das Einfachste, weil Kapital ist sehr flexibel. Der Investor, der investiert heute in Europa, morgen in China, übermorgen in den USA und übermorgen in Lateinamerika. Und wenn wir hier die richtigen Anreize in Europa schaffen, dann ist das Kapital auch schnell da. Mhm. Und ich glaube, wir müssen das eher aus einer Opportunity-Seite sehen. Wie schaffen wir es eigentlich, einen guten Investor hier zu zeigen, dass es in Europa spannender ist, weil er Vorteile hat, weil man vielleicht, UK macht einige gute Sachen, weil man zum Beispiel auch Venture-Capital-Investments von der eigenen Steuererklärung absetzen kann und solche Themen. Es gibt ja Modelle draußen, man müsste die nur anwenden. Das andere Thema ist sicher ein Thema der Mitarbeiterbeteiligung. Also ich meine, der Vorschlag in Deutschland ist ja lächerlich, da traue ich mich international gar nicht drüber sprechen, hat man jetzt irgendwie 3.000 Euro im Jahr irgendwie steuerfrei gestellt oder sowas. Ich meine, es bringt auch nichts, da jetzt noch Zeit rein zu investieren. Ich glaube, die Leute haben es einfach nicht verstanden. Ich will Leute, die einen Teil am Unternehmen, der ganz viel zu unserer Geschichte beitragen, zu unserem Erfolg beitragen, denen will ich ja die Möglichkeit geben, hier auch zusätzlich Vermögen aufzubauen. Mhm. Dem will ich helfen, auch in Zukunft finanzielle Stabilität zu haben, vielleicht dieses Geld auch wieder zu investieren. Und wenn ich natürlich dann ESOP, also virtuelle Share-Optionen, die ich ausgebe, immer als Einkommen versteuern muss, wo es eigentlich fast auf der ganzen Welt, vor allem in Amerika, überall else als Kapitalertrag versteuert wird, habe ich natürlich plötzlich einen Steuernachteil. Ich versteuere das entweder mit 20% oder in dem Bereich, oder ich versteuere es halt in Österreich und Deutschland mit 50%. Und man kann sich selber ausrechnen, wenn es dann mal wirklich dazu kommt, was ja auch nicht bei jedem Startup so ist, dass das Startup wirklich erfolgreich ist und dann vielleicht mein Share-Paket mal ein paar 100.000 Euro wert ist und dann muss ich davon 50% wieder Steuern bezahlen. Mhm. Das sind die falschen Anreize. Und wieder, Opportunity getrieben. Warum sagen wir nicht, dass Share-Optionen überhaupt steuerfrei sind? Mhm. Das sind Mitarbeiter, die verzichten auf vielleicht fixe Gehaltsbestandteile, kriegen anstattdessen sozusagen erfolgsabhängige Bestandteile in der Zukunft. Und dann hätten wir einen Vorteil. Dann würde es mir auch einfacher fallen, es wäre einfacher und auch besser für Leute aus dem Ausland nach Europa zu kommen. Und es geht immer um Talente. Wie schaffen wir es, die besten Programmierer nach Europa zu holen? Wie schaffen wir es, die besten Online-Marketing-Gurus nach Europa zu holen, die besten Designer nach Europa zu holen? Und am Ende ist Talent das Entscheidende. Ich glaube, wir haben die Voraussetzungen in Europa, dass wir irrsinnig hohe Sicherheit haben, dass wir irrsinnig tolle Städte haben, dass wir gute Universitäten zu einem Teil haben. Aber ich glaube, wir müssen einfach mehr Anreize schaffen. Du hast ja Standorte und Mitarbeiter weltweit, Amerika, Spanien, Europa und so weiter. Siehst du diese Unterschiede? Sind Dinge für zum Beispiel jemanden in Amerika selbstverständlich, die du denen nicht bieten kannst, weil wir solche Regulatoriken haben? Und ist das dann eine Bremse, diesen Talent zu rekrutieren? Also es ist heute sicher nicht so, dass ich einen Amerikaner nach Europa bringen will und ihm sage, hey, wie geil ist das Steuersystem hier? Sondern ich muss dem mal 2 Stunden erklären, dass es überhaupt so hohe Steuern gibt, auch auf Einkommen. Ich spreche jetzt nicht nur über virtuelle Share-Optionen. Das ist schon, habe ich in vielen Gesprächen, auch wo wir Leute umgesiedelt haben, gesehen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, es gelingt uns eigentlich nicht, jemanden aus Amerika nach Europa umzuziehen, außer er hat einen persönlichen Bezug. Zum Beispiel unser CPO, der uns jetzt kürzlich gejoint hat, auch bei N26, war sein ganzes professionelles Leben in Silicon Valley, 25 Jahre, ist aber Franzose und hat irgendwann für sich beschlossen, wieder nach Europa zu ziehen. Hat eine persönliche Motivation gehabt, ist hierher gezogen. Für den, der versteht dann auch Europa besser, hat ganz persönliche Gründe, warum man dann hierher gekommen ist. Aber wirklich jemanden, der in Amerika sehr erfolgreich ist, nach Europa umzuziehen, ist eigentlich fast unmöglich, außer er hat wieder eine persönliche Motivation, wo er sagt, er ist mit der politischen Situation in Amerika nicht zufrieden oder er hat selber das persönliche Ziel, einmal 10 Jahre in Europa zu leben. Dann geht es schon, aber sonst wird es sehr, sehr schwierig. Kapital, Mitarbeiter, gibt es einen dritten Handlungsbedarf, Handlungsfeld für Europa, das du
auch sozusagen unserer Öffentlichkeit mitgeben kannst. Ich glaube, das dritte Thema ist, und das ist connected zu Mitarbeitern, wie kriegen wir in Zukunft die besten Mitarbeiter, ist das Investition in Bildung. Ja. Und ich bin ja auch Uni-Rat an der WU Wien, wo wir gerade einen digitalen Master, oder wo die WU gerade auch einen digitalen Master mit Schwerpunkt Digitalisierung jetzt nochmal gebaut hat. Ich glaube, der jetzt zum ersten Mal jetzt auch ein Semester dann da ist. Ich glaube, wir müssen viel mehr so Akzente setzen. Ich glaube auch, wir dürfen nicht mehr über Digitalisierung sprechen und auch politisch nicht über etwas, was da irgendwie ist und Valuation kreiert, sondern das ist Business. Und wir sehen es an der Krise, was das mit uns jeden Tag macht, wenn wir Essen bestellen online. Ja. Es gibt eine viel, viel höhere Lebensqualität. Wenn wir Banking online machen können, eben ohne komplizierte Themen, wirklich Zeit zu verschwenden. Und ich glaube, wir müssen es ernster nehmen, auch in Europa, und nicht darüber sprechen, dass es irgendein lustiger Trend ist, sondern es ist das, wovon die Zukunft in Europa abhängt. Abschließend, wir haben viel auch über den Wettbewerb zwischen Europa, Amerika und China gehört. Du hast ja chinesische und amerikanische und europäische Investoren. Ist das ein Thema für Europa jetzt standardpolitisch weniger als N26? Wenn das Geld nur aus dem Ausland kommt, hat Europa da einen Need, auch das europäische Kapital in unsere Companies zu investieren, weil man dann sonst vielleicht diese verliert? Ich meine, wir haben viel Kapital auch in Europa. Wir haben wahrscheinlich nicht so ein stark ausgeprägtes Venture-Capital-Investment-Philosophie in Europa. Mhm. Trotzdem sehe ich auch die großen Family Offices in Europa, wo investieren die in Amerika. Die investieren in die Venture-Capital-Fonds in Amerika. Okay. Die großen Shareholder, auch der amerikanischen oder viele Shareholder amerikanischer Venture Capital Fonds sind europäische Family Offices. Das heißt, wir haben das Kapital. Auf der anderen Seite glaube ich, ich persönlich sehe das nicht so, dass es so entscheidend ist, wo das Kapital herkommt. Ich sehe das eher aus einer Unternehmerperspektive. Wenn man etwas gründet, hat man am Anfang 100%. Das heißt, wenn man es gut macht, wenn man eine gute Performance hinlegt, wird man auch über die Zeit noch einen gewissen Prozentsatz davon haben. Und wenn wir am Weg, wenn ich jetzt unsere Investorenbasis anschaue, wenn wir jetzt jemanden drin haben, der vielleicht 5% hält, vielleicht 10% hält, der dafür über hunderte Millionen Euro in unser Unternehmen investiert hat, auch wenn, oder ich finde das gut, wenn die Leute aus Amerika kommen, wenn die Leute vielleicht aus Hongkong kommen. Das sind schon Shareholder, die auch einem eine andere Perspektive geben. Mhm. Und ich glaube, wir fangen hier eher zu viel darüber an, dass wir uns fürchten vor Investoren aus dem Ausland. Das ist überhaupt nicht richtig. Ich finde das toll, wenn wir die Leute mit an Bord haben, wenn wir von denen auch lernen können. Wir müssen auch sagen, man kann in der Digitalisierung viel aus China lernen, viel aus Amerika lernen. Und am Ende ist es auch fair, dass die Leute einen Anteil am Unternehmen haben. Die haben ja nicht die Mehrheit, die beherrschen das Unternehmen ja nicht, ja, sondern genau. Die helfen uns zu wachsen, genau. Die helfen uns mit Know-how. Und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Und wir müssen eher sagen, anstatt dass wir sagen, hey, wir fürchten uns vor chinesischen Investoren oder vor amerikanischen, wir müssen so machen, dass hier die amerikanischen Investoren Schlange stehen, um in europäische Unternehmen zu investieren. Und wenn wir es dann noch schaffen, auch europäische Investoren dazuzugeben, die vielleicht auch da sind, die vielleicht dann auch sich da anschließen, das ist eher eine Opportunity. Es geht ja darum, die Stars zu bauen. Und ein Facebook, ein Google, oft zitiert, aber das sind halt die Stars und die haben die besten Investoren der Welt. In Europa bist du der Star. Insofern die abschließende Frage, den Spieß noch einmal umgedreht. Ist Valentin Stalf auch schon ein Investor? Ja, also mein Co-Founder und ich, wir investieren immer wieder auch in Startups. Ich meine, ich mache das nur nebenbei. Wir sind eigentlich 100% fokussiert, 200% fokussiert aufs eigene Business, N26 weiter aufzubauen, mehr Funktionen zu bringen. Wir bringen einige coole Sachen auch noch dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr. Aber wir sind auch immer wieder im Venture-Bereich aktiv, vor allem bei Themen, die konsumentenorientiert sind, die mobil orientiert sind, Mobile Apps orientiert sind. Und da machen wir immer wieder ein paar kleine Angel-Tickets. Cool, wir bleiben dran. Coole Ankündigungen. Ich nehme mal an, verraten darfst du uns noch nicht zu viel, aber wir schließen gerne auch ein Broadcast-Interview an. Das war es jetzt von Salzburg Summit. Valentin, danke für deine Inputs und Einschätzungen.